Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Alt-Computer und zwar mit dem Alt-Gamer Ultimate Intel Core i9 bla 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 bla. Das sind nur die technischen Specs für 4048 Euro. Das System wurde mir in dem Fall wieder in unserem Videovorschlägekanal vorgeschlagen von Bambus 42069 und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das passt soweit irgendwo. Ja, die Wasserkühlung ist nicht 1 zu 1 dieses, aber auch eine 360er. Die Lüfter, da wissen wir auch nicht genau, welche wir bekommen, aber man bekommt auf jeden Fall diese neuen Lüfter. Auf der AIO sind ja eh schon 3 Stück. Es ist auch kein leuchtender RAM irgendwie dabei, also von daher, das passt schon einigermaßen. Kommen wir auch zu den technischen Daten. Als Betriebssystem haben wir Windows 11 Pro. Das ist das aktuellste Betriebssystem in der Pro-Variante. Ist in Ordnung so. Und das kostet 31,90 € bei IT Hardpulse. Als Prozessor haben wir einen Intel Core i9 14. Generation, steht hier noch dabei, und zwar den 14900KF. Das K steht wie immer dafür, ihr könntet den potenziell übertakten, macht es nicht, ihr kriegt ihn so schon nicht gekühlt. Das funktioniert aber auch mit gar keiner 360er Wasserkühlung, wenn ihr den unter Volllast setzt. Und das F, das steht dafür, dass er keine integrierte Grafikeinheit hat. Der hat 24 Kerne, 32 Threads, 253 Watt Turbo Power, ansonsten 125 Watt. Also diese 253 Watt liegen im Normalfall für 56 Sekunden an, danach geht er runter auf 125 Watt. Das Ding ist, die meisten Mainboards sind schon im Auslieferungszustand so eingestellt, dass der Prozessor sich einfach ziehen kann, was er will. Das bedeutet für euch, der kann sich auch gerne mal 350 Watt reinschrauben. Das kriegt ihr mit keiner 360er Wasserkühlung gekühlt. Da kriegt ihr sogar in einem Custom Loop Probleme. Deswegen, hoffentlich sind die Grenzen eingestellt. Und da unterstützt DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS. Wenn ihr den im DDR5-Bereich betreibt, 6000 MTS, ganz easy. Die meisten Mainboards gehen sowieso bis 7200 und noch höher. Ist aktuell der beste Prozessor von Intel. Klar, wenn man jetzt nur die K-Variante nimmt, die F-Variante, da fehlt die Grafikeinheit, aber die benutzt ihr sowieso kaum. Es sei denn, euch kackt natürlich die Grafikkarte ab und ihr müsst unbedingt noch ein Bild ziehen. Da wäre es schön, wenn ihr einen K-Prozessor habt, aber KF reicht für den normalen Gamer eigentlich aus. Und der kostet 584,92 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine MSI Mac Core Liquid 360R V2 AIO Wasserkühlung. Vom technischen Aspekt her, eine 360er Wasserkühlung ist zwar nicht das Maximum, es gibt auch noch 420er, aber vom Gehäuse her passt die gut da rein. Auch von der Kühlleistung für den normalen Gamer völlig ausreichend. Ich persönlich würde mir keine MSI Wasserkühlung mehr kaufen. Es gibt verschiedene Artikel über die V1 davon, von dieser Wasserkühlung. Die hatte dann irgendwann Verstopfung, da haben sich Teile abgelöst, beziehungsweise war so ein Schmierfilm zwischen den Finnen, hat die nicht mehr gekühlt, die Pumpe ist ausgestiegen, alles kacke. Ob sie das mit der V2 jetzt behoben haben, weiß ich nicht, aber ich habe da schon so ein bisschen Vertrauen in die Wasserkühlung von diesem Hersteller verloren. Wenn man das rein von der technischen Seite halt betrachtet, ja, für den Gamer reicht das, sieht auch noch gut aus, ist okay. Ich will damit einfach nur sagen, ich persönlich würde sie mir jetzt nicht mehr kaufen. Und die kostet 127,99 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Lianli O11DX Dynamic. Das Gehäuse sollte eigentlich jeder von euch kennen. Ist doch das Standardgehäuse, was jeder zweite Gamer irgendwie zu Hause stehen hat, technisch einwandfrei, zwei Kammergehäuse, viel Platz für Kabel, schöne Optik, ja, was soll ich sagen, gut gewählt. Und das kostet 122,89 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power 12M. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Bringt auch schon den neuen Stecker mit für die neuen Grafikkarten. Hier haben wir ja eine 4090, da wird er auch benötigt. Es sei denn, ihr wollt mit Adapterkabeln arbeiten. Aber hier ist das Kabel halt wirklich schon dabei, das ist gut. 1000 Watt bei einem 14900KF und einer 4090, ja, kann man auch machen. 850 hätten sehr wahrscheinlich noch gereicht, bei 1000 Watt seid ihr auf der sicheren Seite. Und das kostet 152,70 € bei Mindfactory. Vorinstallierte Lüfter im Deckel, im Boden und in der Seite jeweils 3x 120 mm. Wir wissen leider nicht, was verbaut wird. Deswegen nehme ich jetzt günstige, aber gute Lüfter am Markt, und zwar die Arctic P12. Die sind RGB beleuchtet, das ist ein Dreier-Set. Das Dreier-Set habe ich zweimal in den Warenkorb getan, weil die Wasserkühlung ja auch schon 3 Lüfter mitbringt. Und die Kosten pro Dreier-Set 34,90 € bei CaseKing.de. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB. Ihr habt ja 4 Sockel auf dem Mainboard, davon sind noch 2 Stück frei, das heißt 2 sind belegt, also 2x 16 GB. Das Ganze als DDR5 und 6000 MTS Takt, leider keine Timings angegeben. Deswegen nehme ich jetzt den Kingston Fury Beast, auch 6000 MTS, 32 GB, 2 Riegel, allerdings CL40. Ihr wisst halt nicht, was ihr bekommt. CL40, CL36, CL32, CL30, je niedriger, umso besser. CL40 ist jetzt schon fast das Schlimmste, was ihr so kriegen könnt. Es gibt noch schlimmeren, aber ja, das gehört schon so in die günstige Kategorie. Dass sie hier auf 6000 MTS gehen, finde ich gut. 32 GB in dem Preisbereich,
Ja, kann man drüber reden. Fürs Zocken reicht es. Wenn ihr mehr mit dem System machen wollt, vielleicht rendern, irgendwie in Blender arbeiten oder so, wären 64 GB auf jeden Fall besser. Mich nervt es jetzt hier einfach nur, dass die Timings nicht angegeben sind. Aber technisch gesehen, Dual Channel und so weiter ist okay. Und der kostet 124,75 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4090 und zwar die Trinity OC von Zotac. Hier wisst ihr immerhin, was ihr bekommt. In meinen Augen nicht die schönste Grafikkarte. Es wurde sich auch lustig gemacht, dass diese Form so aussieht wie eine Damenbinde. Das überlasse ich aber euch. Rein von den Leistungsdaten her natürlich die stärkste Grafikkarte am Markt, egal von welchem Hersteller. Die 4090 ist aktuell noch ungeschlagen. Also ihr bekommt zumindest jetzt im Moment den besten Prozessor am Markt und die beste Grafikkarte in diesem System. Den FPS jetzt dazu in Kombination mit diesem Prozessor findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 2149 € bei Alt Computer. Das Mainboard ist ein MSI Pro Z97A Wi-Fi. Der Z790 Chipsatz, aktuell der beste Chipsatz am Markt für diesen Prozessor. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch 3 weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein, den Slot werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr benutzen können, weil halt einfach der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Ihr habt aber noch 2 weitere Slots für eine Capture Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth Antennenanschluss, Netzwerkanschluss, 3x USB 3.1, 1x USB Typ C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0. Die Onboard-Grafik könnt ihr hier nicht benutzen. Ihr habt ja einen KF-Prozessor, haben wir am Anfang ja schon drüber gesprochen, und einen Flash-BIOS-Button. Das ist jetzt nicht das beste Board. In einem 4000-Euro-System erwarte ich eigentlich ein besseres Board. Ob es jetzt ein Asus TUF ist oder irgendwas in die Richtung, ist mir relativ egal. Es ist okay, aber es gibt bessere am Markt. Und das kostet 232 € bei computeruniverse.net. Die SSD ist eine Samsung 980 Pro mit 2 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5100 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. Ja, 2 Terabyte. Ich hätte mir mehr gewünscht. 4 Terabyte wäre nice gewesen, weil das System kostet ja auch etwas über 4000 €. Wir sagen ja so aus Fun hier in der Community pro 1000 € 1 Terabyte. Das wäre auch gut hingekommen. Jetzt habt ihr halt 2 Terabyte. Das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr damit klarkommt. Wenn ich mir so ein System kaufen würde, würde ich 4 Terabyte einfach erwarten. Ansonsten gibt es da qualitativ nichts auszusetzen. Und die kostet 150,90 € bei alza.de. Ansonsten Herstellergarantie 2 Jahre. Da steht jetzt auch nichts von Pickup und Return. Das heißt, ihr bekommt bestimmt ein Rücksendelabel, aber ihr müsst das Ding selber zur Post bringen. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3746,85 €. Und das System kostet 4048 €. Seid ihr jetzt bei bummelig 300 € fürs Zusammenbauen mit Garantie und so weiter. Das ist jetzt in dem Sinne auch keine Abzocke. Das sind unter 10% vom Gesamtpreis fürs Zusammenbauen und so weiter. Das kann man irgendwo schon machen. Ich persönlich sehe für einen 14.900 kF einfach keinen Einsatzzweck, weil den kriegt ihr sowieso nicht gekühlt mit der Wasserkühlung, die hier drin ist. Wenn da jetzt 64 GB Speicher drin gewesen wären, hätte ich gesagt, gut, das ist irgendwo auch noch eine Workstation für Blender und so weiter natürlich. Aber wir haben halt nur 32, es soll ein Gaming-System sein. Und da hätte ein 14.700, wenn nicht sogar ein 14.600 sowieso gereicht. Was mich halt auch stört, ist diese Nummer mit dem RAM-Speicher. Man weiß nicht, welche Timings. Und ja, das macht viel aus. Also CL40 gegenüber CL30 merkt ihr auf jeden Fall. Wenn ihr ungefähr die gleiche Leistung haben wollt und auf die Optik so ein bisschen pfeift, dann habe ich hier auch noch eine Alternative. Ja, habe ich schon 1000 Mal gezeigt. Ich zeige sie trotzdem, weil passt gut rein. Das ist der Hardware Deals 3500, der allerdings 3700 knapp kostet. Ihr seht schon am Gehäuse, ja, das ist nicht so fancy wie das andere Lian Li Gehäuse, aber ihr habt auch RGB-Lüfter da drin. Wer unbedingt das haben will, ist okay. Ihr könnt es euch aber auch umkonfigurieren. Wir haben hier den gleichen Prozessor, allerdings als K-Variante. Das bedeutet, ihr habt eine integrierte Grafikeinheit, falls die Grafikkarte mal die Beine hochmacht. Der CPU-Kühler ist auch eine 360er Endorphine Navis ARGB. Dann sehen die Lüfter sogar gleich aus wie beim Gehäuse. Kühlt den Prozessor unter Volllast aber auch nicht. Zu dem Mainboard kommen wir gleich nochmal. Das ist nicht das A, sondern das P. Die Unterschiede zeige ich euch gleich. Bei der Grafikkarte ist auch eine 4090. Welche es jetzt wird, kann ich euch nicht sagen. Eine GameRock oder die in dem Frauenbinden-Design. Ich weiß es nicht. Beim Arbeitsspeicher wissen wir aber, wir haben auch 32 GB, auch 6000 MTS, allerdings CL30. Das ist mit einer von den Timings her der besten RAMs am Markt. Die SSD ist auch circa gleichwertig, die ist noch ein bisschen schneller als die Samsung, macht beim Gaming aber nicht viel aus. Wir haben hier ein 1000 Watt Netzteil von MSI, bringt auch schon den neuen Stecker mit, ist auch kein großer Unterschied zum BeQuiet Netzteil. Und eben das ARC 700 Gehäuse. Da schauen wir uns auch mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3.606,41 € und das Ding kostet knapp 3,7. Also
also bummelig 95 bis 100 Euro Aufpreis. Die Preise schwanken ja auch so ein bisschen. Wenn ihr die gleiche Rechenpower haben wollt, nehmt ihr halt den. Wenn ihr was fürs Auge wollt, nehmt ihr den anderen. Da seid ihr aber halt unsicher, was den RAM angeht. Allerdings habt ihr mit dem Z790A bei dem Alt-Computer-System auf jeden Fall noch ein besseres Mainboard. Hier haben wir auch mal den Vergleich. Hier oben auf der rechten Seite ist die A-Variante von Alt, passt ganz gut, und die P-Variante jetzt von Dubaro. Unter anderem kann man hier 7200er RAM verbauen, hier halt nur 7000er. Was die Anschlüsse hinten angeht, habt ihr hier zwar auch 7.1, bei dem vom Alt ist allerdings noch Toslink mit dabei. Ihr habt auch noch dreimal USB 3.1, dann habt ihr hier nur einmal USB 3.1, dafür aber mehr USB 2.0 Anschlüsse. Für eine Maus, Tastatur und so weiter reicht es natürlich. USB 3.1 wird dann interessant, wenn ihr zum Beispiel ein Cablink oder so nutzen wollt. Dieses Mainboard hat auch noch einen 3-Pin-ARGB Anschluss mehr, einen internen LED-Switch. Bei dem Soundchip, da bin ich irgendwo raus. Ich weiß nicht, ob der 4080er besser ist als der 897er, ist einfach nicht mein Metier. Wer sich damit auskennt, gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sind die Unterschiede jetzt für euch, was ihr praktisch wirklich benutzt, irgendwie marginal. Also um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Wer ein bisschen was fürs Auge will, aber die Unsicherheit jetzt beim RAM hat, aber ein besseres Board will, nimmt das System, muss halt damit rechnen, dass 300 Euro an Alt gehen, plus natürlich, die haben andere Einkaufspreise, wir rechnen hier mit Endkundenpreisen. Und wenn ihr die gleiche Leistung wollt, nehmt einfach das Dubaro-System. Da schmeißt er dem System in der Grade jetzt auch nicht so viel Geld in den Rachen. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.